ebenfalls hat dazu beigetragen. Die Abschaffung der D-Mark und die Einführung des Euros. Der Euro war so unnötig wie ein Kopf. Man hätte ihn nie gebraucht. Die deutsche D-Mark hat einmal abwerten müssen, Anfang der 50er Jahre. Danach hat sie nur aufgewertet. Alle anderen Währungen haben x-mal abgewertet, aber die deutsche D-Mark nicht. Ohne Grund haben unsere Politiker unsere Geldpolitik und unsere Währungspolitik auf den Kopf gestellt. Die Quittung haben wir heute. Wenn heute behauptet wird, dass der Euro notwendig wäre, er war nicht notwendig. Überhaupt nicht. Auch mit der Binnenpolitik, die erwähnt wird, dass die Binnenpolitik für Deutschland bezüglich Euro gut war. Auch das stimmt nicht. Unsere Binnenpolitik hat sogar darunter gelitten. Deutschland hat profitiert von seinem Außenhandel. Und da hatte der Euro relativ wenig mit zu tun. Das hing mit den guten Erfolgen des deutschen Mittelstandes und der deutschen mittelständischen Unternehmen und auch der deutschen Großunternehmen zusammen. Mit dem Euro hatte das herzlich wenig zu tun. Der Euro ist eine Riesenursache für die Verhältnisse, die wir heute haben. Es wäre besser, der Euro würde abgeschafft, auch wenn dadurch Marktverwirrungen entstehen könnten, aber es wäre ein Schrecken mit Ende und nicht ein Schrecken ohne Ende. Und das haben wir mit dem Euro.